Okay, wollen wir uns mal umschauen ein bisschen? Was haben wir denn da? Ein Teleporter. Wir haben ansonsten Chemikalien. Haken, okay. Und die Dämonen natürlich, mit denen wollen wir auch noch reden. Gucken wir uns erstmal hier alles an. Ein kleiner Haken, um Sachen aufzuhängen. Mensch, da hast du ja was festgestellt. Anscheinend so eine Art magische Metallpolitur. Metallpolitur, okay, sag das mal ein. Bei dem Spiegel hat er doch gesagt, er hat eine matte Oberfläche. Die Oberfläche, ne? Ist stumpf und matt. Okay, können wir das benutzen miteinander? Okay. Ich weiß zwar nicht, was es bringt, aber hat der Spiegel irgendwas gesagt, was uns da jetzt mit helfen könnte? Ich hatte da irgendwie nicht so zugehört, weil ich mich über den Spruch gefreut hatte. Beziehungsweise ich habe mir auch blöderweise weggedrückt aus Versehen. Beziehungsweise habe da das Gespräch beendet. Er wollte da ja irgendwas mit dem Minispion sagen. Okay, wir haben Spiegel. Gut. Haben wir sonst noch was? Hier ist noch ein Buch, okay. Sag das mal ein. Das ist Zordits Zauberbuch. Ah! Sieht aus wie meins. Hier ist ein Spruch, um Dämonen zur Hölle zu schicken. Du brauchst ein doppeltes Quadrat mit 8 Kerzen, eine Maus und einen menschlichen Schädel. Und du musst noch die echten Namen der Dämonen kennen. Okay, aber warum sollte ich die Dämonen denn jetzt in die Hölle schicken? Die sind doch ganz sympathisch eigentlich. Na gut, gucken wir uns erstmal weiter um. Menschlicher Schädel ist übrigens ein hier. Ein normaler Teleporter. Sehe ich gerade, menschlichen Schädel haben wir schon hier. Ja, Maus und der ganze Rest ist dann halt noch nicht da, aber wer weiß. Gut, da haben wir jetzt eigentlich so alles, soweit so alles hier. Was können wir mit dem Haken machen? Haben wir irgendwas zum Aufhängen? Das Beutelchen vielleicht? Ich weiß gar nicht, was das ist, hab ich gar nicht geguckt. Das geht doch so nicht. Okay, geht sowieso nicht. Ein verdächtig riechendes Säckchen. Was? Wie jetzt verdächtig riechend? Kannst du ein Schild vielleicht aufhängen? Okay. Schild hängt. Ich hab bloß keine Ahnung, wozu der da ist. Gut, reden wir erstmal mit den beiden. Nee, nicht nimm, rede mit. Hallo. Hey, schlagen zwei Orkaugen und ein Goblinzahn einen Dreier Drachen? Bestimmt. Das dachte ich mir. Ich verliere schon wieder, Max. Schon wieder. Was seid ihr? Wonach sehen wir denn aus? Du bist dran, Max. Ich finde den dümmlichen rechten Dämon spitze. Okay, Mein Anstand verbietet es mir, Kommentare zu machen. Wir sind verärgert, genervt, wütend, verrückt, unglücklich, ausgepowert, gepflastert, belästigt, verwirrt, unruhig, ohne jeden Sinn für Humor, eingeschnappt, pikiert, unbeachtet, aufgebracht, verstimmt und beunruhigt. Stimmt's nicht, Max? Total verwirrt, na klar. Warum seid ihr verwirrt, fragst du jetzt bestimmt. Ja, genau, warum seid ihr verwirrt? Ich finde das Gespräch spitze gerade. Warum seid ihr verwirrt? Das macht auch nichts. Ich sehe schon, du hast kein Interesse an unseren Problemen. Doch, doch, natürlich. Stimmt's nicht, Max? Absolut kein Interesse, total nicht. Hast du irgendwas zu rauchen dabei? Nee, sorry, aber ich bin total interessiert. Erzählt mir mal. Das ist nicht sehr vorbildlich und erwachsen. Schon okay, wir haben ja selber eigentlich genug. Stimmt's nicht? Total viele. Ja, sehr aufschlussreich das Gespräch. Kannst du nochmal mit dem reden? Entschuldigung? Oh ja. Okay, gibt noch ein paar Antwortmöglichkeiten. Ja, nee, ich will die ja nicht beleidigen. Warum bleibt ihr hier, wenn ihr unzufrieden seid? Das wäre mal sehr interessant. Warum bleibt ihr hier, wenn ihr unzufrieden seid? Sieht so aus, als hätten wir eigentlich keine Wahl. Zordit wird uns nicht gehen lassen. Aha. Was ist Zordit überhaupt für ein Typ? Er will, verstehst du, das Universum beherrschen. Stimmt doch, oder? Ja, Mann. Ich glaube, die Eltern sind schuld. Na klar, die Eltern. Apropos Eltern. Wenn wir dann den zweiten Teil gleich noch hinterher spielen, werden wir am Ende Zordits Mutter kennenlernen. Die ist,
ja, sehr, 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 sehr sympathisch. Die ist total liebenswert, die Frau. Bei der würde jeder gern bleiben. Okay, gucken wir mal weiter. Wo genau kommt ihr in diesem Plan vor? Wie wir das machen, keine Angst. Ich werde ihn stoppen. Keine Angst. Ich, Simon, werde ihn stoppen. Ich höre das Universum schon aufatmen. Aufatmen, aber richtig. Jetzt hör mal zu, Junge. Die Statuen, die du gesehen hast, sind keine Hutständer, weißt du? Das sind die Überreste von all diesen großartigen Helden, die schon versucht haben, ihn, du weißt schon, zu stoppen. Er hat die Idee aus einem Kinderbuch. Was? Wie zu stoppen? Kinderbuch, was? Ich möchte gern wissen, was für ein Kinderbuch. Was haben wir denn? Statuen waren einmal, aha. Diese Statuen waren einmal Menschen. Sie sind immer noch lebendig, technisch gesehen. Sie sind nur zu Briefbeschwerern umgeschult, weißt du? Briefbeschwerer, jawohl. Oh! Mach dir keine Sorgen. Solange er in der Badewanne ist, bist du sicher. Ich weiß nur nicht, wie lange. Na dann ist ja gut, wenn er in der Badewanne ist. Das heißt, Sokrates hinten im Garten war auch mal ein Held, der Sordid besiegen wollte und der dann als Statue in seinem Garten gelandet ist? Ist ja super. Okay, irgendeine Geschichte, in der durch Magie die Menschen in Statuen verwandelt werden, fällt mir ehrlich gesagt kein Kinderbuch ein. Das einzige mit magisch in Stein verwandeln, was mir einfällt, ist natürlich die Sage von Jason, der die Medusa fertig macht. Und die Medusa, die hat natürlich mit ihren Augen alle hier versteinert, ne? Aber das hat ja jetzt, der Schild erinnert mich auch irgendwie gerade dran. Jason hat ja die Medusa dann damit fertig gemacht, dass er durch den Schild geguckt hat, um sie zu sehen, weil dann die Wirkung nicht aktiv war. Okay, aber hat ja jetzt auch nichts damit zu tun. Ich nehme mal an, wir werden auf keine Medusen treffen. So, was haben wir denn so hier? Dies scheint der richtige Augenblick für einen strategischen Rückzug. Wo ist hier die Tür? Tut mir leid. Der einzige Weg raus ist durch den Teleporter in diesem Haus. Und ich werde mich hüten, dir zu sagen, wie er funktioniert. Wir drücken auf einen Schalter und gehen dann raus oder so? Keine Ahnung. Was habe ich dir denn getan? Wir sind Dämonen. Wir arbeiten nicht für gute Leute, weißt du? Gute Leute, nein, du. Ich bin ganz nicht. Böse. Ganz böse bin ich. Gibt's denn vielleicht so eine Antwortmöglichkeit? Nö, schade. Hinfort, Dämon! Sag mir, wie man ihn benutzt, oder ich schicke euch zurück, wo ihr herkamt. Alles, was wir wollen, ist zurück in die Grube, woher wir kamen. Verstehst du? Boah, ey, Grube! Alles, was du tun musst, ist einen Zauberer finden, der groß und mächtig ist. Ja, super. Sind wir doch, natürlich, wir sind das. Aber ich bin ein mächtiger Zauberer. Entschuldige meine Zuversicht, oh Mächtiger, aber du bist noch nicht mal ein normaler Zauberer. Weil wir keinen Bart haben, oder was? Ich habe Leute schon für weniger getötet. Dann suche ich mir wohl schon mal einen Grabstein aus. Grabstein, na klar. Ja. Und warum glaubst du, dass ich kein Zauberer bin? Ich habe schon ein paar Zauberer gesehen. Und alle waren fette, chemikalienbespritzte, zerstreute Idioten. Totale Idioten. Okay, ich studiere ja Chemie, ne? Und da, ja, also so viele fette, chemikalienbespritzte Idioten habe ich noch nicht kennengelernt. Aber ich werde es mir merken fürs nächste Mal, um denen zu sagen, dass sie Zauberer sind. Okay. In 2 Monaten und 3 Tagen werde ich... Ach, 15! Okay, das heißt, er ist jetzt 14. Ich dachte mal, er ist 12. Ich hatte das irgendwo gelesen. Aber okay, da ist er halt 14, okay? Gut. Mein Lehrer nennt mich immer Idiot. Es ist sinnlos zu diskutieren. Wenn du wirklich ein Zauberer bist, dann schick uns in die Grube zurück. Und wir sagen dir dann, wie das mit dem Teleporter funktioniert. Boah, ey, Teleporter... Von der Grube aus sagt ihr mir das dann, oder wie? Okay, ich brauche nur ein paar Sachen. Wir fangen wohl besser schon an zu packen, oder? Zu packen, jawohl. Macht das.
Wir haben ja den Spruch in dem Buch gefunden. Das ist Sordids Zauber. Ja, ja, wiss ich. Sieht aus wie meins. Wissen wir. Hier ist ein Spruch, um Dämonen zur Hölle zu schicken. Du brauchst ein doppeltes Quadrat mit 8 Kerzen, eine Maus und einen menschlichen Schädel. Und du musst noch die echten Namen der Dämonen kennen. Okay, wir brauchen die echten Namen der Dämonen und eine Maus auf jeden Fall. Der Schädel, ich hoffe mal, dass der hier reicht. Okay, und mit dem Quadrat und den Kerzen, keine Ahnung, das weiß ich jetzt gerade nicht so richtig. Reden wir nochmal mit denen, vielleicht können sie uns ja ihre Namen verraten. Alles klar dann? So, was haben wir denn da? Hier. Ich muss eure wahren Namen wissen. Hab ich irgendwas Lustiges verpasst? Wir sollen dir unsere wahren Namen sagen? Das ist ja wohl total lachhaft. Lachhaft, ja. Was ist lachhaft? Hör mal zu, Junge. Jedermann weiß, dass Dämonen niemals ihre wahren Namen an irgendjemanden weitersagen. Das ist so eine Art Tradition. Tradition, jawohl. Außerdem sind sie peinlich. Okay. Habt ihr irgendwo einen Menschenschädel gesehen? Du hast doch schon einen. Na, herzlichen Dank für eure Hilfe. Hier ist nicht zufällig noch ein wenig Mäuseblut? Tut mir leid, haben wir alles für unsere Fingersuppe gebraucht. Schnapp dir einfach eine lebende Maus und schon bist du bedient. Bedient, aber total. Für eure was? Eure Fingersuppe? Ich muss eure wahren Namen wissen. Kann ich eigentlich nicht tun. Ich muss eure wahren Namen wissen. Kann ich eigentlich nicht tun. Ich muss eure wahren Namen wissen. Kann ich eigentlich nicht tun. Okay, ich glaube, sie verraten uns ihre wahren Namen nicht. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Muss noch kurz was klären. Prima, wir können's kaum erwarten. Kaum erwarten, ja. Okay, wir müssen eine Maus finden und die beiden wollen uns ihre Namen nicht verraten. Und ich hab grad eine Ahnung, wofür der Spiegel sein könnte. Geh mal bitte runter. Runter. Runter! Das war doch hier, oder? Ja. Genau. Herr Spiegel, möchtest du uns etwas zeigen, kleiner Spionenspiegel? Brauchst du meine Dienste? Ja. Genau. Ah, sehr schön. Zeige mir das Labor im obersten Stock. Da geht's gerade rund. Wie bitte? Das ist doch nur die Stufen hoch. Ich mag den Spiegel irgendwie, der ist sehr sympathisch. Hat Gerald jemals gesagt, dass er Gerald heißt? Naja, egal. Ich möchte Gerald und Max ausspionieren. Wenn du unbedingt willst, bitte, versuchen wir es mal. Das ist Warum bist du so nun nervös bei Fremden, Belch Grabbit? Wärst du das nicht mit so einem Namen? Snogfondel ist doch auch nicht viel besser. Wahrscheinlich nicht. Belch Grabbit und Snogfondel, ich habe genug gesehen. Danke für deine Hilfe, Spiegler. Ja, Belch Grabbit und Snogfondel, genau. Wir müssen noch eine Maus finden. Ich nehme mal an, ich habe nirgendwo Mäuse gesehen. Kann man die Kerzen eigentlich einsacken? Nee, ne? Nee. Ich habe nirgendwo Mäuse gesehen. Vielleicht halten wir mal nach einem Mauseloch Ausschau. Ich fange mal unten an. Hier nicht, so wie es aussieht. Nee. Ich bleibe jetzt auch erstmal drin. Ich glaube nicht unbedingt, dass wir draußen im Garten noch irgendwas machen müssen. Hier hinten irgendwo vielleicht. Nee. Hier vorne. Ah, okay. Guck das mal bitte an. Ein Mäuseloch. Mensch, tatsächlich. Kannst du mir auch sagen, ob da eine Maus drin ist? Was machen wir denn damit jetzt? Und wie bitte soll ich das anstellen? Keine Ahnung. Oder kannst du vielleicht mit dem Speer hineinstoßen und die erstbeste Maus aufspießen? Das geht doch so nicht. Natürlich geht das. Du brauchst bloß Mäuseblut. Das heißt, du kannst sie auch töten. Okay, was haben wir denn noch? Das Buch, ja, okay. Anscheinend so eine Art magische Metallpolitur. Damit kann ich Leute zu Stein verwandeln. Ach so. So, das magische Stab ist dafür... Ach, wir können... Okay. Da
das hebe ich für Sordid auf. Du kleines, durchtriebenes Biest, du willst Sordid versteinern, okay. Da steht alles über magische Stäbe. Da steht, dass der einzige Weg, einen Zauberstab zu zerstören, darin besteht, ihn in die feurigen Gruben von Rondor zu werfen. Okay, ich nehme mal an, die Sachen hier oben, die sind jetzt zu nichts mehr zu gebrauchen. Das heißt, wir konzentrieren uns mal auf die vier. Können wir vielleicht